Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Connor. Wir schauen uns jetzt den K7200 Bro Series an. Version 1.0 kommt von Giants direkt, gibt es neben PC und Mac auch für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series XS, also die neueste Version. Findet ihr einmal in der Kategorie ja, Mods und DLCs. Ihr wisst ja, das ist ja neu, geht hier runter und dann habt ihr den Case Magnum 7200 Pro als eigene Kategorie da mit drin stehen. Ansonsten ohne Traktoren und mittelgroße Traktoren, aber ich glaube, die meisten nutzen das jetzt über den Reiter. Nun, ja, viele waren ja geschockt, dass der Gute nicht mehr im 22er dabei ist. Gott sei Dank kam er jetzt nochmal als Mod, weil der 7200 Bro ist halt wirklich ein Top Preis-Leistungs-Verhältnis Starttraktor, den ihr nutzen könnt. Schauen wir uns das Ganze mal an. 7200 Pro Series, wir haben 170 PS, wir haben lastgeschaltetes Getriebe, wir haben 445 Liter Diesel, wir haben 40 km/h Max-Speed, 8,2 Tonnen Gewicht und hier haben wir halt die Reifen von Trelleborg TM700/TM900 zur Auswahl. 97.000 glatt kostet uns das Ganze in der Anschaffung. Wie gesagt, Mietkosten selber stehen hier leider nicht mehr da. Können wir hier uns angucken, 4.947 Euro. Ansonsten stehen euch als Konfigurationsblöcke Reifenhersteller, Reifenvariante, Motorausführung und natürlich Kennzeichen zur Verfügung. Wir haben Trelleborg mit der Reifenvariante Standard, Radgewichte, Breitreifen, Breitreifen mit Radgewichten, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung vorne und hinten und natürlich auch die Pflegebereifung sowie Zwillingspflegebereifung hinten und Zwillingspflegebereifung vorne und hinten. Neben Trelleborg haben wir noch Michelin mit Radgewichten, Breitreifen, Breitreifen mit Radgewichten, Breitreifen 2, Breitreifen mit Gewicht 2, Zwillingsbereifung hinten und Zwillingsbereifung vorne und hinten. Continental haben wir Standard, Radgewichte, Breitreifen, Breitreifen mit Radgewichten, Zwillingsbereifung hinten und Zwillingsbereifung vorne und hinten sowie Pflegebereifung und Pflegebereifung hinten und Pflegebereifung vorne und hinten, also doppelte Zwillingspflegebereifung. Mitas, Standard, Radgewichte, Breitreifen, Breitreifen mit Gewichten, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung vorne, Pflegebereifung, Zwillingspflegebereifung hinten und Zwillingspflegebereifung vorne und hinten. Dann haben wir natürlich noch BKT mit Standard, Gewichten, Breitreifen 2, Breitreifen 2 mit Gewichten und dann verließen sie ihn schon wieder und bei Stein haben wir hier Standard, Radgewichte, Breitreifen, Breitreifen mit Radgewichten, auch hier wieder Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung vorne und hinten, Pflegebereifung normal, Pflegebereifung hinten, Zwilling und Zwillingspflegebereifung vorne und hinten. Mein Gott, wir haben im LS22 einen Haufen Reifen, weil wir haben auch noch Nokian, ne, Standard. Können wir aber in dem Falle nichts weiter ändern. Und dann sind wir jetzt auch wieder hier bei Trelleborg angekommen. Halleluja. Motorausführung 7210, 7230, 7240, 7250 Pro. Heißt 170, 214 und 239 oder maximal 261 PS Leistung für 142,5. Tobi, Kennzeichen können wir natürlich dran machen. Ist eine Standardfunktion jetzt im LS22. Gut, schauen wir uns das gute Stück in dem Falle mal hier mit an. Wir haben Case Pro 7250. Ist natürlich der Traktor aus dem 19er, versteht sich, ne? Wurde aber ordentlich hier mit übernommen. Wir haben hier die Trelleborg 480/70R30 vorne mit drauf und hinten 650/75R38 hinten. Ansonsten vorne die Lichter, ne? Dreipunktaufnahme kennt man. Oben hier noch Magnum mit draufstehen, hier beide rund umleuchten. Wir haben hier das Kennzeichen, was man standardgemäß auswählen kann. Überall logischerweise Kollision. Und ja, die Qualität, also Texturqualität, ist halt scheint Standard jetzt hier, also auf Standardniveau. Ihr seht im Innenbereich links, rechts Spiegel, inklusive Rückspiegel. Ja, sieht alles schicki aus. Passt sich soweit auch an. Auch jetzt keinen großartigen Pixelbrei oder Unschärfe oder so. Selbst hier, ne, diese Warnaufkleber, das kann man alles wunderbar erkennen. Und das Modell wurde generell auch nochmal geupgradet, wie man halt unschwer erkennen kann. Also ne, sieht soweit, texturtechnisch gesehen, soweit gut aus. Gut, was soll ich jetzt so sagen? Ist halt Giant Standard. Ne? Von daher, jo, hören wir uns mal einen Sound an. Ja, ist auf jeden Fall auch wiederum ein kleiner geupgradeter Sound. Wir haben jetzt natürlich die ganzen neuen Features, wie wenn der schaltet, ne, dass man das Ganze hört. Wir haben hier im Innenbereich wiederum die
Na, ja, sag schon, ne, wenn es sich der Sitz und alles bewegt. Die ganzen Sounds sind natürlich jetzt standardgemäß auch mit drin. Ihr seht vom Schalten her, ihr seht hier 24, ne, insgesamt hätten wir jetzt manuell, können wir jetzt noch dann durch die einzelnen Gruppen schalten. Das ist klar, im Automatik müsst ihr halt nichts machen, außer vorwärts und rückwärts fahren. Aber das funktioniert soweit auch alles ohne Probleme. Das steht schon mal fest. Thema Funktionen sind natürlich auf LS 22 Standardniveau in dem Falle gehalten. Sprich, ihr könnt das Helfermenü ohne Probleme hier benutzen, also den KI-Helfer. Ihr könnt die Blinker anschalten, die haben wir dann dementsprechend einmal hier vorne und einmal hier hinten mit dran. Hier drin haben wir dieses typische Geklickere, das ist klar. Wenn wir dann mal kurzerhand hier auf Mitternacht gehen, so sehen wir das Ganze auch, der Spaß reflektiert. Wir haben normales Fahrtlicht, hinteres Arbeitslicht, vorderes Arbeitslicht. Könnt ihr separat mit Numpad 5, Numpad 6 aktivieren, deaktivieren. Ihr seht, die Wischer funktionieren soweit auch ohne Probleme. Die Hupe sind generell im 22er noch sehr leise. Ich denke mal, das wird noch mit dem Patch behoben, ne? Aber ja, das lübt soweit alles. Ansonsten gehen wir einmal wieder hier in den Tag rein. Und mehr habt ihr dann hier auch nicht zur Auswahl. Ne? Ist halt komplett standardisiert. Ansonsten könnt ihr hinten noch Anbaugeräte halt mit ranbauen. Klarer Fall. Beispielsweise nehmen wir unseren Standardflug hier einfach mal. Beziehungsweise ist jetzt ein anderer. Aber wir bleiben da immer beim alten Prinzip noch. Machen wir das einmal hier morgen. So. Seht ihr, das passt hier hinten soweit auch alles. Ne? Hoch runter. Dynamische Kabelschläuche. Klitscht auch nichts rum. Passt soweit. Vorne die Dreipunktaufnahme, das gleiche in grün. Jo, das ist es dann am Ende auch gewesen. Lok ist selbstverständlich lokfehlerfrei. Wäre aber sonst ein bisschen doof, wenn es von Giants direkt käme, gell? Und ansonsten findet ihr wie immer dann den Download-Link inklusive die Bewertung in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Lasst ein Däumchen, Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, auf der Renne. Tschüssikowski. Tschüss.